about being a member of the Information Society? That's a difficult question because I didn't know we were in the Information Society. Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir präsentieren Ihnen hiermit voller Stolz das Produkt einer Kooperation zweier Kanäle, die im Schweiße Ihres Angesichts dieses Video erschaffen haben. Hier kommt 4G. Was zum Fick ist denn das Erntewerkzeug? Wie soll ich... Halt die Fresse! Okay, ich hab jetzt... Was weiß ich denn, welche Tasten ich hier brauche, ey? Beruhig dich, ich muss... Ernte, wer ist das? Farm Simulator, ist das nicht ein Shooter? Es gibt eine Taste zum Ducken und es gibt eine Taste zum Ducken, während du etwas baust. Warum sind das zwei Tasten? Ach Gott, Tobi. Warte, warum gibt es eine Taste Tobi, für Wand? Tobi, beruhig dich. Es gibt eine Taste für Wand, Blazy. Was heißt denn Wand? Weiß ich nicht. Tobi, ich würde dich bitten, einfach weil ich dir vertraue, dass du das kannst, was denn? Zusammenzufassen, was ich eben alles nicht aufgenommen habe. Es gibt eine Taste, um den Einkaufswagen zu schieben. Okay, Tobi, bitte vorne fortfährst. Bitte sag den Leuten erstmal, worum es geht. Ja, hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Blazy Gamers Kanal. Mein Name ist Bemo, möchte mich schon mal im Vorfeld für alles Weitere entschuldigen. Tut uns leid, es tut uns wirklich leid. Entschuldigung. Wirklich aus der Tiefste unseres Herzens. YouTube 2019 zwingt uns dazu. Die Trends steigen in Bereiche und erlangen Potenzial, was wir nie für möglich gehalten hatten. Und wir müssen uns jetzt leider anpassen. Daisy ist durch einen unglücklichen Zufall auf eine Anzeige gestoßen, dass der Slime Rancher, das Spiel Slime Rancher, das allbekannte, neben Minecraft das nächstgrößere Adventure-Game, momentan Free-to-Play ist. Sprich, man kann es sich kostenlos runterladen und spielen. Und da haben wir uns beide diesen Epic Games Launcher runtergekommen und jetzt klingen bei den ersten schon die Ohren vermutlich. Ich weiß nicht, was uns dazu geritten hat. Ihr seht ja schon den Titel dieses Videos. Ich möchte mich nochmal in aller Weise distanzieren davon, was ihr jetzt sehen werdet. Es war seine Idee, wenn ihr nicht gekommen seid. Ich auch dran gewesen. Du hast nichts da! Daisy hat also vorgeschlagen, dass wir beide uns doch Fortnite... Oh, es fühlt sich falsch an, das zu sagen. Sag es, sprich es aus, du bist jetzt einer von ihnen. Von uns, oh Gott, von uns. Fortnite. Allein der Prozess, uns einen Account zu erstellen, war... Das war mega nett. Ein Bild für die Götter. Ey, wollen wir sagen, wie wir in Epic Games... Heißt das jetzt so? Ist das das... Warte, noch nicht. Du brauchst deine Nerven noch. Guck dir die Tomate an. Guck dir die Tomate des Beruhigens an. Deswegen meine ich doch. Wir können ja sagen, wie wir hier heißen. Ich meine, das sehen die dann ja sowieso. Dann können die uns adden und dann können wir mit unseren Fans zusammen folgen. Ja, also wenn ihr unbedingt Blazys Nickname ist, glaube ich, Tobis bester Freund. Mhm. Beachte ohne D, weil das nicht mehr dahin gepasst hat. Und ich, der Bemo, Bemo Games, nennt mich wie ihr wollt. Mein Nickname ist Blazys bester Freund. Beachte ohne ND, weil das hat dann auch nicht mehr gepasst. Wie komme ich hier raus? Ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme. Hilfe. Wir sind jetzt mittendrin, du musst jetzt damit leben. Ja, also wie gesagt, alles Weitere ist jetzt dem Schicksal überlassen. Gebt auf euch Acht, achtet auf euren Geisteszustand und wir wünschen euch nichtsdestotrotz viel Spaß und hoffentlich überleben wir das. Ich will Deadpool Spider-Man Ninja-Mann sein. Du kriegst Tomaten-Mann. Oh mein Gott, du bist hier drin. Ach du Scheiße, ich krieg irgendwelche Fehlermeldungen. Du siehst halt exakt genauso aus wie ich. Ich weiß. Warte. Die Lippen bewegen sich, wenn ich rede. Ist das bei dir auch so? Bla bla bla. Ja, hallo. Haha. Leute, wir haben das jetzt hinbekommen, das zum Laufen zu kriegen. Es ist so eine fucking Pein. Hör auf, mit dem Figuren-Ding zu spielen. Wir haben, oh Gott, so viel ist schief gelaufen. Bei Tobi hat es irgendwie nicht funktioniert wegen irgendwelchen komischen Cheat-Dinger. Ist ja eigentlich auch egal. Fuck it. Wir spielen jetzt fucking Fortnite. Los geht's. C hat sich geweigert. Scheiße, ich kenne die Controls auch noch nicht und so. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich WASD. Ich weiß, dass Z die Taste für Dach ist. Z ist die Taste für Dach. Ja, und X war, glaube ich, Wand. Ach Gott, ich habe keinen Bock mehr. Tanz dich doch eigentlich mal gesund, Tobi. Disco-Dominanz. Ach du Scheiße. Hör auf, einfach wie so ein Wahnsinniger. Achso, das bist du nicht. Was ist hier los? Es wird geschossen. Ich bin in der Ladezeit, was ist los? Ich bin in einem Bus.
Ich habe Angst. Ah, okay. Ich habe dich kurz in der Ecke gesehen. Die Tür öffnet sich in 2 Sekunden. Okay, noch nicht abspringen. Scheiße. Oh Gott, welche Taste überhaupt? Noch nicht. Okay, Leerstaste zum Springen, aber das machen wir noch nicht. Ne? Wir müssen ja zeitgleich müssen wir halt. Ne? Ja, wo wollen wir denn hin? Wollen wir in diese Wüstenregion? Wollen wir zum Vulkan? Lass mal zum Vulkan. Okay. Am unteren Lavastrom. Okay, 3, 2, 1, springen. Ey, da bist du. Mit W gedrückt halten bist du schneller. Frag nicht, warum. Ich habe keinen Fallschirm. Habe ich einen Fallschirm? Doch, hast du. Oder die Sprungtaste. Und fühlt sich schon... Ah, nee, lass mal ein Städtchen hier. Hier. Städtchen. Wo ist hier? Alter, ich sehe dich nicht. Hier. Wo ist hier? Bist du das? Ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Hier halt. Ach, da halt. Ich weiß nicht, ob du das bist oder ob das jemand ist, der mich instant erschießen wird. Nein. Ich weiß nicht, wo der Unterschied ist. Warte, wo bist du? Da hinten bist du. Du bist noch in der Luft. Ich bin noch in der Luft, du nicht mehr? Nee, du bist falsch. Ich bin jetzt einfach irgendwo. Ich bin nicht beim Vulkan, weder in der Stadt noch im Vulkan. Ich hau das Auto kaputt hier. Hallo? Scheiße, ich bin jetzt nirgends. Ach, da bist du. Ich hau einfach mal irgendwelche Sachen kaputt. Ja, mach das. Ich laufe jetzt erstmal. Ja, du bist aber noch ein ganzes Stück weg, du. Ja, weil ich nicht gesehen habe, wo hier ist, leider. Ich sammle mal ein bisschen Zeug. Ja, das einfach. Sieht schon ziemlich professionell aus. Sehr fortgeschritten. Verstehst du? Oh Gott. Okay, wir haben Holz. Ach, mit dem Holz kannst du deine Wände bauen und so. Da hinten ist ein Spieler, glaube ich. Ein Spieler? Warte, ich brauche eine Waffe. Ja, da in dem Haus. Ich habe eine Spitzhacke, das reicht. Das reicht? Nein. Warte, ich will eine Waffe. Nein, natürlich nicht. Kann ich Metall ausrüsten in meiner Hand und damit schlagen, bitte? Oh, das sieht aber schön. Oh. Ich habe eine Wand reingerissen. Ich hätte auch die Tür aufmachen können. Alter, ich habe eine illegale Waffe. Okay, jetzt können wir, was auch immer. Warum bist du weg? Wir müssen uns gegenseitig... Du musst mich beschützen eigentlich. Ey, Alter, hier ist noch eine Waffe, komm her. Warte, hier ist der Supermarkt. Oh, da ist auch noch eine Waffe. Hier ist ein Spieler im Supermarkt und eine goldene Kiste. Ach fuck, warte, wo bist du? Was, du hast eine goldene Kiste? Wookie-Bombe. Lass den Finger von der goldenen Kiste. Oh, okay, ich habe eine AK oder so. Ah. Ich höre dich. Ich schieß doch schon auf jemanden. Oh. Ja, der hier. Holen wir. Ist das in unserem Team oder so? Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Er scheint sehr unbeeindruckt von unseren Schüssen. Bleib hier! Sonst hätte sie sich doch gewehrt, oder nicht? Ja, glaube ich auch. Okay, lass den mal in Ruhe. Die Leute in den Kommentaren. Ihr Vollidioten! Nicht nur, dass sie nicht trefft, dann lass sie doch noch laufen! Was ist das denn? Oh, ich habe so eine Saugnapfpistole. Nein, ich kann ihm Schaden machen, Tobi. Das ist ein Tobi, ich mache ihm Schaden. Bitte hilf mir. Okay. Vielleicht ist es nicht gut, dass ich ihm Schaden mache. Nicht für die Munition. Okay, ich habe meine Muni. Du schießt auch noch auf ihn. Sehr cool. Pass auf, guck in meine Saugnapfknarre. Bam. Cool, oder? Neben uns ist ein Mensch. Au, ich bin tot. Was? What? Sind wir gestorben? Nein, du. Aber wieso respawn ich dann? Was ist eigentlich? Sollte es nicht dann vorbei sein? Kann das sein, dass es mehrere Teams gibt und gehören zum Team Rot? Ist möglich. Du bist da hinten. Warum spielst du Golf? Weil hier eine Shotgun ist. Was? Das macht alles keinen Sinn. Es ist dunkel, ich habe Angst. Wollen wir uns eine Wand bauen? Ja. Was? Wo bist du? Da. Neben ja, ist dir. Cool, ne? Alter, da ist die Tomate. Erkennst du sie wieder? Nein, 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 nein. Oh Gott. Du hast uns das Ei gebrochen. Oh Gott, er ist überall. Ist das ein Shotgun? Nee, das ist eine... Du hast den Kerl wirklich. Ja, okay, lass mal, ja, was damit tun. Da ist eine Loot Crate, da droppt irgendwas. Oh ja, da wollen wir hin. Ach, pick dich, du fucking Cheater. Okay, was haben wir hier? Standgeschütz, noch eine Pumpgun. So, ich bediene mich. Lass mal Richtung Sam Jorot, siehst du den? Ja, den sehe ich. Okay. Scheiße, ich hab... Das Ding ist praktisch. Ja. Hast du sowas nicht? Davon. Doch, ich hab das jetzt auch. Ah. Das heißt, du bist nicht mal davon ausgegangen, dass ich das auch hab, sondern bist einfach vor... Okay, da ist Mjölnir. Mjölnir. Na, da landet noch ein Typ. Ich hab Angst. Ich vertraue dem nicht. Er schießt. Auf wen schießt er? Erschießt du gerade Mjölnir? Ja, ich glaube. Was? Wieso mache ich dem auch keinen Schaden?
Mach ich dem Schaden? Verstehe das Spiel überhaupt nicht mehr. Ich auch nicht. Ich glaube, die blauen Punkte auf der Karte ist unser Team. Kann das sein? Müssen wir dann zu den roten stellen? Ah, da ist ein Feind, glaube ich, da drin. Auf den schießen wir jetzt. Ach, da. Da. Ja, der ist jetzt tot. Das heißt, ich glaube, jeder mit so einem Rautensymbol darüber ist zumindest unser Freund. Sollen wir mal Richtung Rot laufen? Wo findet... Ah, da, das ist Rot. Ja. Ja, können wir machen. Was weiß ich? Ich weiß wirklich nicht, wo es lang geht. Auch nicht. Fühlt sich schon jünger? Ich habe meinen Greifhaken-Dings nicht mehr. Das freut mich sehr zu hören. Ey, da ist ein Fremder. Der landet hier gerade. Oh. Siehst du das? Das heißt, ich glaube, jeder mit so einem Rautensymbol darüber ist zumindest unser Freund. Ja, aber ich glaube, der ist in unserem Team. Ja, ist er auch. Scheiße. Ich hab Muni ausgegeben für ihn. Was ist mit dem Typen da oben? Ich glaube, der ist nicht bei uns im Team. Der wird nicht angezeigt auf der Karte. Ah, ich mache ihm Schaden auf jeden Fall. Ach, scheiße. Alter, ich bin auch gleich tot. Ich glaube, es ist wirklich nur ein Deathmatch. Also ein Team-Deathmatch. Ah, bin tot. Ja, ich habe keine Muni. Ich habe nur einen Saugnapf. Shit. Saug dir die Waffe. Ach, und mein Respawn auch wieder. Ja, okay, dann ist es irgendein komisches Team-Deathmatch. Ich habe minus 1 Fallschirm. Schulde ich dem Spiel jetzt... Ich habe 48 Fallschirm. Ja, Reflexarme. Keine Ahnung vom Spiel, aber Reflexe, du. Hammer. Ah, hast du einen Kill gemacht? Nö. Ich bin nicht gestorben, als das Ding unter uns eingebrochen ist. Ey, ich hab eine Stinkbombe gefunden. Und ein fucking Hoverboard! Tobi, wo bist du? Ja. Siehst du mich? Scheiße. Ah, Hilfe. Moment, da lief einer. Tobi. Bam, ich hab einen Kill gemacht. Yo. Tobi, vergiss den Kill. Ich hab ein Hoverboard. Oh, wie geil. Aua. Willst du auch mal damit fahren? Jo, danke. Yeah. Kann man auch Tricks machen. Ich brauche unbedingt eine Waffe, ey. Hast du vielleicht noch eine Waffe? Ja, Mann, man kann Tricks damit machen. Nice. Eine Wärmflasche? Nee. Ich nehme alles. Ah, okay, ich habe eine... Fuck. Wie steckt man ab? Ja. Ich glaube eh. Nö. Ja, viel Spaß mit als Hoverboard, Mann. Feind hat eine deiner Tanzflächen übernommen. Was? Tobi, wir spielen dieses Disco-Shit. Wir spielen Tanzflächen. Ach, ich dachte, es geht also um Kontrollpunkte, ja? Ah, oh, das bedeutet das? Hat noch einen Kill. Haha. Ja, nice. Ist schlecht. So, das heißt, jeder Mensch, der keinen Pfeil über dem Kopf hat, ist ein Feind? Ja. Okay. Wer hat beschossen? Ich weiß nicht, wie ich hier wegkomme. Oh, ich hab dich gerettet. Du verdankst mir alles. Danke. Aber du bist gestorben? Nein. Ah, gut. Ich würde wirklich gerne wissen, wie ich von dem Ding hier runterkomme. Ich finde dich aber eigentlich ganz cool, so ehrlich gesagt. Vor allem mit der Shotgun. Man kann halt weiter zielen und schießen. Das ist schon irgendwie nice. Wie so ein Pferd. Das ist nicht so schnell. Warte, Spider-Man. Waveman. Hab noch einen Kill. Wo ist der? Ich würde dir helfen. Oh, okay. Wo ist meine Hilfe? Hey, ich bin richtig gut. Der geborene Fortnite-Spieler. Welches Spiel spielen wir nochmal? Scheiße, wie soll ich dir mein Hoverboard gegeben? Da ist noch ein Feind. Nice, warst du das? Ja, nein. Es wird geschossen. Muss man stehen? Muss man stehen, um abzusteigen? Nein, auch nicht. Ja, sorry, ich würde es dir gerne wieder geben. Ja, nein, schon okay. Ich habe hier einen Feind vor mir. Oh, Moment. Der baut sich einen Fortnite. Nein, der hat mich gekillt. Alter. Genau er. I tried so hard. Lass mal auf die Spitze von dem Turm da. Ich weiß nicht, Alter, du bist der Einzige, der sieht, was du siehst. Ach so. Welchen Turm? Ach da, okay. Als du dein Hoverboard hattest, fand ich dich cool. Hat auch mehr Spaß gemacht. Spiel bitte, ich will diesen Typen wirklich umbringen. Das ist ein Geständnis. Also ich laufe jetzt zum Rot da hinten. Ich glaube, wir führen 85 zu 58. Ja, wir haben bestimmt einen großen Beitrag geleistet. Oh, nicht Tab drücken. Ich habe 4 Kills gemacht. Wo siehst du das? Das weiß ich. Ich habe mitgezählt. Okay. Ich habe einen entscheidenden, dich rettenden. Alter, der baut sich einfach eine Wand wie so ein Spacko. Oh, wo ist der Spacko? Da oben. Da. Nein! Bist du auf der Karte? Ich weiß es auch nicht. Da? Wieso wissen wir nicht mehr angezeigt? Sind wir keine Freunde mehr? Du bist doch plötzlich bester Freund.
So ein weirdes Spiel, man. Alle Zuschauer, machen wir was falsch? Ist das so umständlich, wie wir es hier gerade empfinden? Ich glaube, das ist nicht der richtige Spielmodus. Das kommt noch dazu. Das ist halt irgendwas super Weirdes. Es gibt keine Teams. Hi. Beide fühlen sich bedroht plötzlich. Ja, okay, zwei Kills brauchen wir noch. Komm, wir beide. Okay. Einer. Komm schon. Ja, Mann! Epischer Sieg, nicht nur ein normaler Sieg. Ich bin der Meister im Disco-Dominanz. Oh, ich hab Lilly geweckt. Oh. Ey, aber wir tanzen. Aber das ist es wert. Ah, lass mal mit diesem fremden Menschen rechts von uns tanzen, den ich nicht mehr sehe. Ich liebe Fortnite. Wie komme ich hier raus? Okay. So musst du das Spiel enden lassen. So, ja, bestes Spiel ever. Wie komme ich hier raus? Okay, wollen wir es bei der Runde belassen oder machen wir jetzt nochmal eine normale? Nein. Keine normale mehr. Alter, ich habe einen Graffiti. Wir können auch noch versuchen, eine normale zu machen. Ich muss Alter, Season, ich habe einen Season S. Bitte. Wer ist das? Wer sind die beiden? Was ist hier los? Cutscene wiederholen? Nein, bitte nicht. Ich bin völlig verwirrt. Gruppe verlassen? Nein, ich will nur zurück in die... Ach da. Alter, ich sehe aus wie so ein Typ. Herausforderungen wechseln. Wie sage ich ihm, dass ich normal Fortnite spielen will? Scheiße. Disco-Dominanz? Nein, Abbruch. Fortnite, bitte nur normales Fortnite, wo man gewinnen kann und nicht das ganze Team. Dankeschön. Ah, auch er bewegt den Mund. Warte, was kann ich sagen? Au, au. Oh nein. Our bullets will pierce through the head like butter. Ich sehe das leider bei dir nicht, ich sehe das nur bei meinem eigenen. Ach so, was? Was ist denn? Was könnte meiner sagen? Ich bin Hanzo aus Overwatch. Nein, ich bin Hanzo aus Fortnite. Wollen wir Duos spielen? Ich wollte nie etwas anderes. Wahrscheinlich einfach das gleiche wie Fortnite, nur mit zweier Teams. Wahrscheinlich das gleiche wie Fortnite. Halt die Fresse, bitte. Du hast keine Ahnung. Leute, wir Fortniten. Habt ihr euch auch alle angeschnallt im Battle-Bus? What? Battle? Alles klar. Wo wollen wir hin? Wieder Vulkan und diesmal wirklich? Oder die Stadt? Die Spitze, ja. Die Spitze des Vulkans? Ja, ja, warum nicht, komm. Okay. 3, 2, achso. Ja, warte mal. Was, wohin willst du denn? Ja, ja, nein, nein, ich bin halt nur früher abgesprungen. Das ist so ein Tempel, lass mal dahin. Scheiße, hier ist so ein Typ. Ja, der landet auch hier im Tempel. Aber nicht, wenn ich alle Waffen habe vor ihm. So, kann er mal ankommen. Der Wicht. Okay, kann ich dir irgendwas droppen? Kann ich dir eine Waffe droppen? Drop Waffe. Vielleicht... G für geben? Okay, lass einfach in die Stadt weiter runter. Guck mal, das ist ein ganzes Städtchen. Da guck dir den Himmel an. Das sieht krass aus. Ja, wir werden alle sterben. Ja, aber es sieht krass aus. Du musst die kleinen Dinge genießen, Plessy. Zum Beispiel die, dass wir alle draufgehen. Und das geil aussieht. Ich will, dass der Dritte Weltkrieg genau so aussieht. Dass Leute, die mehr Royal Geld haben. Leute. Genau, dass Leute mit mehr Geld das auch noch streamen und so. Und zwar alle Länder, die nicht verwickelt sind in den Krieg. Ja, okay, toll, hier ist einfach nur noch ein Tempel mit nichts. Das ist einfach nichts, okay. Oh, ich kann Dinge pingen. Guck, hier ist Feuer. Den Boden kaputt hauen, auf dem wir stehen. Hör auf, den Boden kaputt zu hauen, auf dem wir stehen. Hier ist eine Kiste, eine goldene. Warte, ich grab mich zu dir durch. Oh yeah, eine... Boah, wie nennt sich das? Nein, Hunting, hier ist Teer! Oh, Hunting nein, Rifle oder so. Okay, Waffe, los geht's. Okay, jetzt wird geballert. Oh, das ist eine bessere, nehme ich. Oh, eine Schrotflinte. Nice, okay, ich glaube, wir müssen dem Strich entlang auf der Map. Und zwar schnell. Wir haben noch 1 Minute 30. Fuck, was? Ja, das ist die Zone, die dann kleiner wird. Okay, los geht's. Der Strich ist der direkte Weg zum Inneren der Zone. Aber ich glaube, wir sind jetzt schon hinüber, das schaffen wir niemals. Ja, ganz deine Meinung. Fortnite. Wie jung fühlst du dich? 12. Hier ist ein Regenbogen. Oh. 11. Lass mal zu dem leuchtenden Ding da vorne. Ich glaube, da kann man wieder ein Stück fliegen. Willst du Raketen? Okay. Ja, auf jeden Fall gleiten. Aber wir sind halt auch verwundbar hier, ne? Aber ja, wir sind aber auch so sehr verwundbar. Wer ist so dumm, hier zu landen in der Gegend? Lass einfach weiter dem Strich folgen, dann. Ja, ich glaube nicht, dass wir das in 16 Sekunden schaffen, wenn ich ehrlich bin. Doch!
Doch, Alter, das wird so fucking knapp. Oh, da, okay. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, lauf. Ach du Scheiße. Lauf. Oh nein. Oh nein, das schaffen wir nicht. Lauf, Lizzie. Ich bin so krass am Laufen. Was? Okay, er wird nicht instant kleiner, er wird jetzt langsam kleiner. Oh Gott, what she said. Okay, ganz knapp geschafft. Mein Herz. Alter, aber ist auch keine schlechte Taktik, einfach alles andere ignorieren, immer schön außen bleiben, dass man nicht gesehen wird. Ich brauche kein Holz, ich lauf weiter. Au, ich bin down. Okay, auf uns wurde geschossen. Was? Oh, hinter dir. Oh, da. Noch zwei Leute. Ah, da sind zwei sogar. Nein, der baut eine Wand, damit kann ich überhaupt nicht umgehen. Oh, was ein Cheater. Hilf mir mal hoch. Ja, wie denn? Dann bin ich tot. So, wie jetzt? Nein, es dauert viel zu lang. Was? Du Fickfresse, du Dumme. Was ein Scheißspiel. Kann man das mit dem Bauen nicht komplett rausgehen? Das ist was Fortnite besagt. Was die sich jetzt denken müssen, ey, was haben die für einen Scheiß? Die haben pinke Waffen. Fickt euch. Ja, dann kommen wir jetzt wieder in die Lobby, oder? Müssen wir da jetzt zugucken? Nein, wir gehen jetzt in die Lobby und suchen direkt das neue Spiel, wenn du willst. Ja, komm, jetzt wissen wir ja, wie es geht. Jetzt sind wir ja jetzt Profis. Können wir nur gewinnen. Der eine hat eine Wand gebaut. Ich hab gesagt, Cheater. Wallhack nennt sich das. Ich hab die, ich hab Tomb Raider für Arme. Tomb Raider für Free-to-Play. Goddammit. Du hast Tracer für Cheers, love. The cover is here. Cheers, love. Ich finde das ein bisschen lustig, dass die Lippen sich bewegen. Warum? Warum ist das eingebaut? Irgendwann will ich so cool sein wie er. Er hat alles erlebt. Er war bei der Marine. Er hat 50 Frauen gebankt in der Marine. Ja gut, aber er ist halt auch Herr Fortnite, ne? Also. Dafür ist er auch gleich tot. So, jetzt geht's auf die... Oh. Alles klar. Und jetzt? Gut, wo geht's diesmal hin? Macht es nicht Sinn, in der Mitte zu starten? Weil man da wollen die meisten hin, oder? Ja. Lass mal links von uns in dieses Städtchen da. Siehst du das? Ja. Okay. Go. 3, 2, ja, gut. Okay. Ich hab gewartet. Oh, hier ist ein Gott, Typ mit einem Umbrella. Ja, zwei. Oh, da hinten ist auch schon einer. Ach du Kacke. Okay, ich glaube, wir haben uns eine scheiß Location gesucht. Ich hab eine Waffe. Ach, fick dich. Ich hab Ballons. Ich hasse Fortnite so sehr, das glaubst du nicht. In welcher Welt sagt man Dinge wie ich habe eine Waffe und ich habe Ballons im gleichen Atemzug? Ich habe eine Pistole, wenn ich rausfinde, wie ich sie dir droppen kann. Hohoho, ich habe... Alter, ich habe einen Granatwerfer, ey. Oh, okay. Rocket Launcher, so nehme ich. Spotten die jetzt oder jagen das ganze Haus in die Luft? Ja, jetzt einfach weiter ein bisschen in die Mitte, die Richtung. Ja, aber wir müssen, glaube ich, aufpassen. Hier laufen halt wirklich Leute rum. Da hinten ist einer hinter uns. Links. Ja, er baut sich direkt in so ein Ding. Ja, komm, den holen wir uns. Okay. Okay, du. Ah, okay, er ist. Goddammit. Ach, wo ist er? Wo ist er? Ist er neben dir? Ich bin down, ja. Wie braucht man überhaupt irgendwas? Ach, fick deine. Mit Z. Achso, okay. Okay, ganz im Ernst. Diese Baunummer nervt. Ja, wirklich. Wenn es nur ein Shooter wäre, okay. Ja, dann könnte man das machen. Gibt's einen Modus, wo man nicht bauen darf? Gibt's einen Anti-Kreativ-Modus? Richtig und Stasi. Unkreativ-Modus. Unkreativ-Modus. Heißt das nicht Apex? Oh! Oh! Ich hab nichts gegen Apex. Ich hasse es. Er hat richtig was gegen Apex. Oh Gott, warum machst du einfach 1000 Varianten von Tomb Raider? Du siehst immer ein bisschen anders aus, aber immer wie Tomb Raider. So, Tobi, wir haben jetzt gefortnitet. Wir haben jetzt erfahren, was es bedeutet, wieder hip und cool zu sein und mit einem Trend auf der Welle des Erfolges zu surfen. Wie fühlst du dich? Was hast du gelernt? Was nimmst du mit? Und wie oft wirst du es jeden Tag spielen? Oh, also ich glaube, ich werde meinen Job hinwerfen. Ich werde das jetzt 24/7 streamen. Oh. In der Ladezeit versuche ich dann zu schlafen. Es ist nicht mein Lieblingsspiel, das auf jeden Fall nicht. Also. Ja.
Aber es ist schon echt nah dran. Also bisher war es Minecraft, aber Fortnite, das ist schon... Fortnite ist das neue Minecraft. Ja, also am Anfang habe ich immer dieses Minecraft, wie hieß das nochmal, dieses Battle Royale, das ist sowas ähnliches, so Hunger Games oder so, solche Mods gab's da. Und ja. Ich finde, Fortnite ist einfach die perfekte Erweiterung dazu. Also für jeden, der Minecraft Hunger Games mal ausprobiert hat, sollte auf jeden Fall einen Blick in Fortnite werfen. Ich habe gelernt, dass eine gut platzierte Pistole manchmal besser ist als ein Raketenwerfer. Ach Gott, ich habe Kopfschmerzen, beeil dich. Und dass, wenn man jemals beschossen wird, schnell eine Wand zu bauen, manchmal ein Leben retten kann. Ja, 10 von 10, nicht mein Lieblingsspiel. Das ist das Zitat von IGN. 10 von 10, nicht mein Lieblingsspiel. Dabei können wir es belassen. Okay, apropos dabei belassen, kann sein, dass wir das dabei belassen. Edit uns auf jeden Fall. Edit uns bitte nicht. Doch, ihr könnt uns gerne adden. 4 Stunden haben wir daran gearbeitet, das zum Laufen zu kriegen. Ich weiß, Plessy, ich fühle mich doch auch scheiße. Oh Gott, da ist jemand, oh Gott, die Holzwand, ich bin tot. Hast du einmal Mr. Tomatenkopf gesehen, außer auf dem Auto, was ich in die Luft gejagt habe? Nein, mich so sehr gefreut. Ich find's gut, dass er bei mir einfach immer generell drüber steht, nicht bereit. Das stimmt wohl. Okay, bis dann. Ciao. Ja.